Willkommen aus München, wo wir das Spiel Knock auf der PS4 gerade zocken. Die PS4 steht gleich neben dem Fernseher, da könnt ihr es sehen mit dem Controller drauf, dem zweiten. Aber wir können mal ein bisschen näher an das Spiel ranzoomen und dann könnt ihr jetzt ein paar Minuten das Spiel sozusagen genießen, wie das ungefähr ausschaut auf einem Full-HD-Sony-Fernseher hier. Und wir sind schon in einem fortgeschritteneren Level, ich glaube irgendwo Chapter 40 oder 35 oder irgendwie sowas, wo natürlich nach ein paar Stunden Spielzeit ihr auch ungefähr dann sein werdet. Die Grafik schaut ganz schön aus. Ihr habt so eine komische, lustige Figur, bei der man mit verschiedenen Tastenkombinationen hier, wie ihr gerade gesehen habt, zum Beispiel Special Moves ausführen kann oder einfach durch die Gegend laufen, rumspringen. Und die genaue Story dahinter könnt ihr euch natürlich auf der Hersteller-Website anschauen oder bei unseren Partnern. Auf YouTube gibt es ja genug auch Spiele-Seiten. Bis dahin jetzt vorerst nur ein kleiner Eindruck eigentlich von dem Spiel hier für euch. Schaut ganz lustig aus, wie ihr sehen könnt. Es entwickelt sich auf jeden Fall von Level zu Level anders. Mal kämpft ihr nur gegen kleine Monster, mal gegen die Menschen, die natürlich gegen das Monster, was ihr selber seid, hier ankämpfen wollen. Und eigentlich seid ihr ein großer Haufen, naja, man könnte fast schon sagen Müll. Also ihr sammelt Sachen um euch herum ein, wie ihr sehen könnt. Und dann werdet ihr immer größer und immer stärker. Schaut ein bisschen aus, oder es klingt auch teilweise wie Lego, und hier seht ihr zum Beispiel irgendwie Gnome, die auch schon hören, dass ihr kommt und ja, auch verprügelt werden wollen. Gespielt wird das Ganze wie immer ganz einfach hier mit dem neuen DualShock 4 Controller. Hauptsächlich muss man X und Viereck drücken. Ich kann es mal ein bisschen so halten, dass ihr ein bisschen sehen könnt, was hier gedrückt wird, aber ansonsten ja, ein recht simples Spiel, macht aber auf jeden Fall Spaß und ja, Suchtfaktor, finde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt ist da, wobei die Save-Punkte auch ganz fair gesetzt sind, aber durch die vielen Ideen und grafisch